Wir haben uns aufgeteilt. Claudia geht zu den Jusos und ich zu den Grünen. Also für mich ist der 1. Mai ein internationaler Tag, internationale Solidarität mit all denen, die nicht in Gewerkschaften sich solidarisieren und zusammenschließen dürfen. Er ist ein Feiertag für die sozialen Menschenrechte, für das Recht auf Arbeit, aber auch für das Recht auf würdige Arbeit. Und das braucht gerechte Löhne. Und deswegen ist der 1. Mai auch ein Tag, wo wir sagen, unsere Forderung nach Mindestlöhnen muss endlich umgesetzt werden. Übrigens auch und gerade für Frauen. Denn es sind bei allen Niedriglohnbereichen sind 70% Frauen, die unter ausbeuterischen Verhältnissen arbeiten. Das muss beendet werden. Wir sind in einer Situation, wo wir total verschuldete, nicht mehr handlungsfähige Kommunen haben. Das ist am 1. Mai für mich ein ganz zentrales Thema, weil das geht zu Lasten denen, die am wenigsten haben. Und das ist in einer Gesellschaft, die auf Gerechtigkeit und demokratischer Teilhabe basiert, ein extremer Widerspruch.